sich die Trainingseinheit heute angeschaut hat, muss man sagen, lockere Stimmung. Und da hat auch einiges funktioniert. Liegt das an der Serie, die man jetzt gestartet hat? Ja, ich denke schon, dass es daran liegt, dass man jetzt ein paar Punkte eingesammelt hat. Aber ja, wir haben noch 4 Spiele und sollten uns schon darauf fokussieren, dass wir wie möglich maximal Punktausbeute holen. 12 Punkte, das wäre super. Sollte man nicht zu locker sein. Los geht's schon am Sonntag. Da kommt Friedhelm Funkel mit 1860 München. Ihr kennt den Trainer ziemlich gut. Habt lange unter ihm gespielt, kennt den Fußball, den er sich so vorstellt. Gab es auch schon ein Gespräch mit dem Trainerteam hier? Hat man da vielleicht schon mal den einen oder anderen Tipp gegeben? Ich denke, dass unser Trainerteam ihn auch schon lange kennen, ne? Und wissen, dass er in erster Linie versucht, defensiv gut zu stehen, die Räume eng zu machen und dann über Konter zum Torerfolg zu kommen. So war das bei uns auch. Wir haben, denke ich, auch erfolgreich zusammengearbeitet. Und wenn man die Löwen jetzt am Montag gesehen hat, haben sie auch so gespielt, standen defensiv eigentlich sehr gut und haben dann das eine Tor gemacht. Defensive, gute Defensive gegen gute Defensive. Auch ihr steht hinten richtig gut mittlerweile. Wird das jetzt nicht Angriffspakt am Wochenende oder was erwartet uns da? Hat der Friedhelm im Vorfeld schon gesagt, im Interview nach dem Spiel, dass nicht viele Tore fallen werden. Mir ist das egal, wenn wir 1-0 gewinnen, wird es mich freuen. Ja, wie gesagt, wir spielen jetzt defensiv wahrscheinlich ein bisschen kompakter. Sieht vielleicht nicht so schön aus, aber ist erfolgreich und ich denke, dass über die Dauer, je mehr Erfolgserlebnisse man hat, wird man auch wieder offensiv besser spielen, was in den letzten Wochen nicht so gut war, ne? Nur teilweise gut war. Ich denke, dass wir das auch wieder besser hinkriegen. Mit dem TSV kommt euer Lieblingsgegner, kann man das sagen? Also ich glaube, die letzte Niederlage, die ist über 10 Jahre her. Woran liegt das, dass man so Lieblingsgegner, Angstgegner hat? Warum funktioniert es gegen die Löwen immer so gut? Gibt es da irgendeine Erklärung für? Ich denke, die werden jetzt auch schon denken, oh, um Gottes Willen wieder nach Bochum. Ne? Auf der einen Seite besteht natürlich auch die Chance zu sagen, irgendwann ist jede Serie mal vorbei. Woran das genau liegt, weiß ich auch nicht. Wir haben in den letzten Jahren immer sehr gut ausgesehen gegen 60. Gerade zu Hause viele Spiele auch gewonnen und liegen uns irgendwie. Woran das liegt, keine Ahnung.